Und damit herzlich willkommen zurück zu The Novelist. Ja, wir sind im Bereich, ach, im Kapitel Urlaub oder Vacation. Und ja, wir müssen uns jetzt, glaube ich, entscheiden, was wir machen mit dem Geld. War das mit dem Geld? Ich muss gerade mal ein wenig nachschauen. What's the latest with you? I hope you're doing better than I am. I'm going a little stir crazy. Ah, okay, das hatten wir schon. Das unterbreche ich mal kurz. Ja, ja, ich mache einfach mal weiter. Einen kleinen Recap können wir gleich noch machen. Ich habe leider eine etwas längere Pause machen müssen diesmal. Ist er? Oh. Habe ich den jetzt? Hat er mich jetzt gesehen? Nee. Hat er nicht. Der Vater ist ein offizieller Krieger, Ritter des Pillow Forts geworden. Und ich habe immer mehr die Befürchtung, dass mein Kopfhörer, glaube ich, kaputt geht. Das ist nicht gut. Just got back from town with the latest issue. Flipped to the back and there it was. My book in the up next column. Stared at it for 5 minutes. Feeling in my stomach was not pleasant. But now it's out there. It's terrifying and irreversible. Maybe I should have placed a full ad. But even like this, the book is out there. Thousands of people are going to read that list. To them, the book is exactly what they want it to be. Some finished, beautiful thing. If only they could see it right now. A bunch of jigsaw pieces on the floor. And I've got to put them all together. Fast. Ja, er wollte ja unbedingt eine Waffe an dem Kopf haben. Also eine Deadline. Und wir haben es schon ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass wir nicht gesagt haben, ja, wir machen ein Probekapitel, sondern nur in der Liste der Was kommt als nächstes Bücher wurde es halt genannt. Aber es reicht ja schon, dass ja, der Titel ist raus. Ist draußen in der Welt und irgendwas muss jetzt geschehen. Und wie war die Arbeit? Keine Ahnung. Kann immer besser sein. Und das stimmt leider allzu gut. Es kann immer irgendwie besser sein. Den kriege ich jetzt erstmal nicht von hier weg und ich komme von hier auch nicht weg, ohne zu laufen. Doofe Sache das. Wo waren wir denn da? Die hatte ich doch gesucht. Wir könnten doch mal wieder Camping gehen. Ja. I've got to stay on the book. This is my chance to do something people remember. Something that matters. If this one isn't good enough, there might not even be a next one. Certainly not one without all sorts of publisher strings attached. This is why we saved up enough to take the summer off. I'm out of excuses. Of course, a long weekend would be fun, but that's also the problem. How do you stay hungry when you've gotten used to weekend getaways? How do you recapture that feeling of being a broke college kid chasing a dream? How do you get back out on that limb again, scared it's gonna break, but inching out anyway? Listen to me. Wound up so tight. Maybe taking one night off might help after all. Okay, er selber sieht es ein bisschen kritisch, dass er so viel arbeiten muss. Na ja, klar, viel arbeiten ist immer eine Sache, die muss man sich überlegen, ob es das wert ist, dass man so viel Gehirnschmalz, so viel Kraft in die Arbeit reinsteckt. Wow! Nein! Das war natürlich klar. Ja, du wurdest gesehen. Du solltest versuchen, so schnell wie möglich wegzukommen, wo dich niemand sehen kann. Du kannst keine Lichter beeinflussen, also in Lichter hinein, solange dich jemand sieht, aber sobald du weg bist, geht es wieder so. Aber der hat mich suspicious, okay. Don't hide. Es ist noch nicht schlimm. Aber es hätte besser sein können. I'm gonna find you. Tommy sucht.
sucht nicht mehr nach dir, aber er wurde ein wenig aufmerksam. Wenn er dich auch noch einmal sieht, dann wird er erschreckt werden und du möchtest nicht heraus... Also du kannst dann keinen Kompromiss für ihn finden. Du kannst deinen Status immer bei Tab drücken, finden, ja. Haben wir ja gerade schon gemacht. Natürlich den Jungen, der musste uns finden. Nein, du hast uns nicht gefunden. Das ein bisschen... ich bin ein wenig... vorschnell diesmal anscheinend. Ah, schau mal, diesmal lächelt er. Ah. Das, was ich... Oh, das... T-Shirt. Ach so, ja klar, nee, ergibt Sinn. Nee, wie ich letztes Mal gesagt habe, wir schaffen es, seine Grundstimmung zumindest zu heben. Das ist gar nicht so schlecht. Weil ich meinte ja, jedes Mal, wenn wir den in seine Erinnerungen gegangen sind, war ja dieses Bild und dieses Mal lächelt er. Wir haben auf jeden Fall irgendwas richtig gemacht. Careful, honey. Sei vorsichtig. Ja, das hat mich nicht erschreckt. Alles gut. So, Lampe. Immer noch suspicious. Gut. Was war in dem Bild noch? Ach, in dem... Blast off! Ah, okay. Das wollte ich nur gerade kurz wissen. Ja, wir müssen noch ein bisschen... My man! Ich sag viel zu oft ein bisschen anscheinend. Obwohl ich mir schon überlege, dass ich das nicht sagen soll, aber es passiert einfach immer wieder. Sie haben wir schon komplett ausspioniert. Uns um ihre Wünsche gekümmert, meine ich natürlich. Das hat nichts mit Spionage zu tun, was wir hier machen. Absolut nicht. Hier haben wir die Bilder. Ah. Er ist ein sehr großer Raketenfan. Und jetzt können wir auch... was? Ah, okay. Er möchte natürlich zur Booster Bay. Das haben wir ja letztes Mal schon gesehen, dass das die Booster Bay war ja so toll, dass wenn er seine Rakete mitnimmt... Penny, thanks so much for your letter. Oh. It made my day. Tramer's Way came out a while ago now, so I don't get letters like this too often. Writing can be a pretty isolating profession at times, which makes it a big boost to hear that someone out there is getting something from my work. Your support means the world to me. To answer your question, I'm indeed in the midst of writing a new book. I don't have a title or a release date yet, but I'm plugging away on it slowly but surely. I plan to finish it by the end of summer, and I truly hope you enjoy it when it comes out. Thanks again for your kind words. Dan Kaplan. Ja, also, wie gesagt, er hat ein bisschen Probleme damit, dass er so viel arbeiten muss, aber er nimmt es mit Humor. Nein, Humor ist das Falsche. Er freut sich auf jeden Fall darüber, dass irgendwas gemacht wird. Also, dass sich Leute an ihn wenden und so. Ihr habt's gelesen. Do not fear death so much, but rather... Ja, Bertolt Brecht, ich fürchte mich nicht so sehr vor dem Tod, aber vor einem falschen Leben. Immer eine Seite schreiben. Eine Ei... Was? That is dangerous. Was? An idea that is not... Ah, okay. Eine Idee, die nicht als gefährlich genannt werden kann, ist keine Idee überhaupt. Jim hat immer gesagt, du würdest nie schaffen. Jim sagte, du bist ein Witz. Das ist eine Möglichkeit, keine Pflicht, keine Bürde. So. Du könntest an einem normalen Job im Moment arbeiten. Ah, da haben wir ihn. Das ist so eine Art Storyboard. Ah, warte. Bleibt am Fireboom. Okay, er möchte... Also sie möchte campen, er möchte an den Strand. Und der Junge möchte... ja, mit der Rakete ins Raketenparadies. Und, ja, ich sag, wir gehen campen, weil wir Linda letztes Mal so sehr, ja, so sehr... übergangen haben und als Kompromiss würde ich sagen, ja, als Kompromiss könnte man ja mit dem Sohn noch was machen und im Prinzip, man kann es ja so sehen, wenn wir jetzt sagen, ja, wir machen den Kompromiss, dass der Sohn dann losgeht, dann wird natürlich der Mann, ich vergesse die Namen, also Dan,
geht ja dann in dem Sinne leer aus, aber er möchte einfach nur was anderes sehen. Und von daher sehe ich das jetzt eigentlich nicht so schlimm, dass wir jetzt die beiden anderen machen. Das Tagebuch von Claire Bradford. Ich habe jetzt begriffen, dass es nicht über Roger geht. Es geht nicht um Roger, es geht um mich. Ich habe entschieden, wer ich sein möchte. Roger zu heiraten wird so viele Sachen in Bewegung setzen. Wir werden ein ja, Vorstadt-Ehepaar safe and secure, mit wunderbaren Freunden und einer liebenden Familie. Ich werde langsam und allmählich mich darin verlieren, dass ich Rogers Wife bin und nicht mehr, also Rogers Frau bin und nicht mehr Claire. Aber so funktioniert die Gesellschaft heutzutage. Aber nee, das wird diese Gesellschaft mit uns tun und nicht Roger. Er liebt mich einfach zu sehr dafür. Aber was ist mit meiner Musik? Wenn ich bei Berkeley angenommen werde, weiß ich, was ich tun werde. Weiß ich nicht, was wir tun werden. Ich kann ihn nicht fragen, seinen Job seinen Job hinter sich zu lassen, nach einem Monat, nachdem er ihn gestartet hat. Aber was für ein Ehepaar lebt denn in verschiedenen Städten, sobald sie verheiratet sind? Aber die Entscheidung kann nicht so schwarz und weiß sein, oder? Position und Safety, also soziale Sicherheit gegen einen verrückten Traum allein? Gibt es einen Weg, alles zu haben? Oder möchte ich überhaupt alles haben? Oder werde ich alles herabwirtschaften? Werde ich alles ruinieren, egal was ich auswähle? Oh, ist das so eine Art Foreshadowing für das Spiel? Nach dem Motto, ja, wir haben ja immer die Möglichkeit, zwei Ziele irgendwie zu machen. Aber helfen wir jetzt letztendlich überhaupt jemandem was? Ich hoffe es doch sehr, dass das hier alles nicht vergeblich ist. Aber andersrum, wir haben ja bei dem letzten Kapitel einiges über die Geschichte von dem Haus erfahren. Und ja, niemand hat es hier lange ausgehalten. Die meisten Leute, die hier waren, die waren kurz da und dann irgendwann auch wieder weg. Das Tagebuch von Claire Bradford, 8. September 1961. Ja, Roger und ich haben über alles heute geredet und es war ein Fehler, es so schnell anzusprechen. Ich hätte niemals irgendetwas davon ansprechen sollen, bevor ich überhaupt weiß, was ich will. Nun sind die Sachen wesentlich schwieriger für mich. Ich denke, es war einfach nur ein Tagtraum und er hat mich gefragt, worüber ich nachdenke und bevor ich irgendetwas machen konnte, kam halt alles raus. Obwohl, vielleicht wollte ich es einfach auch von meiner Brust haben. Ich sagte ihm, ich war nicht so. I told him I wasn't sure about the right time. Ich sagte ihm, ich wusste nicht Bescheid, ob das jetzt die richtige Zeit ist, um zu heiraten, und das hat ihn sehr verärgert. Es war vollkommen egal, wie oft ich ihm gesagt habe, dass wir die Hochzeit nicht absagen werden und dass ich einfach nur ein paar Fragen habe. Und dass ich eh nicht wirklich weiß, was ich will. Alles, was er gehört hat, war, dass ich ihn nicht mehr liebe. Was überhaupt nicht wahr ist, aber egal wie oft ich es ihm gesagt habe, es hat nichts gebracht. Er fährt jetzt in der Gegend herum und ich bin allein in dem Haus. Und ich denke, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich hoffe, er wird bald zurück sein, so dass ich ihm es sagen kann. Oha. Ja, das ist der Einfluss von dem Haus, glaube ich. Also, wir sind ja das Haus oder die. Ich weiß immer noch nicht, ob wir die gute Seele vom Haus sind oder die schlechte Seele vom Haus. Auf jeden Fall sind wir irgendwas vom Haus. Und ja, wir machen eine ganze Menge Sachen hier. Und ich weiß halt nicht, ob das, was wir so hier veranstalten, ob das eine gute Idee ist insgesamt, dass wir da vielleicht doch ein bisschen, wie heißt das, unsere Kompetenzen überschreiten. Naja,
Wir sagen jetzt ihm einfach mal, was er denn tun soll. Ach ja, der schnelle Text. After dinner, Linda showed her family the picture of Ashoko from the brochure she ordered, and Dan and Tommy agreed that it was a beautiful spot, even if it wasn't either of their first choices. So they went camping for the weekend, and on Saturday, Linda took the family on a trail she found. They hiked on a peaceful river in the afternoon swim, and she felt all was right with the world. Tommy was so proud of finding a free admission special for booster pay that he couldn't understand why his parents hadn't taken him for free. Dan tried to explain the reasons, but it did little good. Tommy perked when his father told him they were, dass sie, ja, irgendwann noch gehen werden, egal wie teuer es ist. Dan tried to work by jotting ideas in his notebook during the weekend's few spare moments, but it was no use. The break in routine disrupted his rhythm, and on the drive home, he got so lost in thought trying to remember where he'd left off that he drifted off the road and almost crashed the car. Oh. Catching up. When Tommy continued to struggle. Achso, okay. Ja, so viel zum Thema. Vielleicht haben wir ihm ja doch einen Gefallen getan, dass er Freizeit bekommen hat. Ich habe das Gefühl, dass das nicht so gut war. Wenn er fast schon die Familie umbringt, weil er so sehr an seinem Buch hängt und so viel darüber nachdenkt. Und, nur mal so, was war jetzt mit dem Kompromiss? Also, kurz Recap von dem, was wir da gemacht haben. Die waren jetzt ja, im Wald und haben einen schönen Campingausflug gehabt, wo wohl anscheinend alle Spaß hatten, was ja gar nicht verkehrt ist. Aber ich habe ja als Kompromiss eigentlich gewählt, dass, also mit dem Booster Bay. Und war jetzt der Kompromiss, besteht ja jetzt darin, dass wir uns die Zeit genommen haben, unserem Kind zu erklären, dass es nicht funktioniert hat? Sehe ich das jetzt falsch? Ich weiß es nicht. Es wirkt auf jeden Fall nicht unbedingt gut. Barb, sorry it's been so long since I've written. Things have been hectic around here, and I'm trying to figure out a way to get things back on track. I don't really want to get into it, but we're getting pulled in a lot of different directions right now. Nothing hurtful, just competing priorities, I guess. Although those can get worse and worse over time. I mean, Dan and I, before we got up here, you know we'd started to drift. Look at that. I said I didn't want to get into it, and I did anyway. Enough about me. Please tell me you're doing well, and I hope this doesn't stress you out too much. I promise to write a happier letter soon. Yours always, Linda. Ja, egal was wir versucht haben, egal was wir gemacht haben, anscheinend ist die Familie immer noch auf dem Weg, sich ja selber zu verlieren. Also, dass die Beziehung anscheinend, egal wie viel wir versuchen richtig zu machen, ich weiß nicht, ob ich es richtig mache oder auch nicht, wer weiß, aber ja, irgendwie klappt es nicht so gut. Und hier haben wir einen Brief von Dr. Donald Samuels, meine ich natürlich. Ja, Herr und Frau Kaplan, ich möchte es betonen, dass es für, vollkommen normal für Kinder ist, in einem spezifischen Feld halt zurückzulegen. Tommy mag sich vielleicht schwer tun mit Verständnis des Lesens, aber seine verbalen und visuellen Fähigkeiten sind exzellent. Das gesagt, also that's it. Er wird es aber nicht von alleine aufholen. Er braucht Unterstützung von euch beiden. Und ich schlage vor, dass ihr mit Tommy jeden Werktag, also jeden Morgen in der Woche, für 1 bis 2 Stunden mit den beigefügten Übungen verbringt. Er wird, er wird es nicht schaffen, sich ausschließlich für über 2 Stunden sich darauf zu fokussieren. So, ihr müsst, also müsst ihr immer mal wieder kleine Pausen machen. Also, aber versucht es vernünftig zu machen und versucht so lange daran zu bleiben, wie er halt darin involviert bleiben kann. Ich schlage vor, dass ihr
eure Sessions am Morgen macht, bevor er selber ja, müde wird und abgelenkt wird. Ich bin sicher, dass mit einem unterstützenden Umfeld und ja, wichtiger, ach, dedicated, also guten Übungen, wird er es noch schaffen, die anderen Kinder in der Klasse einzuholen. Bitte, ja, bitte fragen Sie mich, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Dr. Donald Samuels. Alles klar, also unserem Sohn geht's auch nicht allzu super. Aber das haben wir ja schon gehört, dass er nicht so schnell ist manchmal. Aber wer ist das schon, ne? Naja, sehen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen und bis bald.